Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern nach 3 Gewinntagen in Folge wieder Verluste verzeichnet. Der DAX startete bereits schwach und rutschte zeitweise sogar unter die Marke von 13.000 Punkten. Bis zum Handelsende machte er dann einen Teil seiner Verluste wett und schloss bei 13.144 Zählern. Das ist ein Minus von rund 1,1% bzw. 148 Punkten. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer. Ja, gestern gab es also wieder mal einen Rücksetzer. Wie ist denn die Stimmung heute vor Handelsstart, Johanna? Schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Es sieht leider nicht besonders toll aus oder anders nicht besser als gestern, denn der DAX scheint einfach nicht die Kraft zu haben, eine Stabilisierung fortzusetzen oder gar eine Erholung einzuläuten. Du hast es gerade schon gesagt, unter der Marke von 13.000 Punkten notierte der deutsche Leitindex gestern. Das war der tiefste Stand seit dem März und dementsprechend spürt man auch, dass die Marktteilnehmer tatsächlich weiterhin sehr nervös sind und dementsprechend werden die Füße stillgehalten. Die Vorgaben sind jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht gut. Wir hatten in Japan den Nikkei teilweise im Plus und dann wieder leicht im negativen Bereich gesehen. Dafür sieht es beim Hang Seng und beim Shanghai Composite deutlich freundlicher aus. Aber wir hatten auch gestern an der Wall Street gesehen, dass mit der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankensenat der Dow sich zwischenzeitlich doch mal wieder in den positiven Bereich gerettet hatte. Denn Jerome Powell sagte, dass die US-Wirtschaft durchaus robust sei und auch robust genug für eine straffere Geldpolitik. Die Zinserhöhung sei mittlerweile am Finanzmarkt eingepreist. Das hatte den Dow zwischenzeitlich ins Plus gebracht. Zum Handel Ende stand ein kleines Minus auf der Dow-Anzeige. Nichtsdestotrotz reicht das beim deutschen Leitindex heute nicht für die großen Sprünge. Aber wir gehen davon aus, dass der DAX mit einem leichten Minus von 0,1% tatsächlich in den Handel starten wird. Das ist auch noch keine Erholung und keine Stabilisierung. Aber die Experten sagten ja auch, solange eben die Themen wie die hohe Inflation und die Rezessionsangst an der Tagesordnung sind und keine neuen Impulse kommen, wird der DAX auch die großen Sprünge nicht wagen. Also die Märkte bleiben nervös. Vielen Dank, Johanna. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Markt.de, die ist heute Brenntag. Die Aktie von Brenntag hatte im August 2021 ihr Rekordhoch markiert. Im Anschluss etablierte das Papier einen Abwärtstrend, der immer noch anhält. Gestern fiel der Kurs unter eine wichtige Unterstützung und damit auf ein 12-Monats-Tief. Aus technischer Sicht hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung des Abschwungs erhöht. Auf der Unterseite rücken jetzt 3 Zielzonen in den Fokus. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.